Einen wunderhübschen, ja, schönen guten Tag, meine lieben Freunde. Schön ist so relativ, ist ziemlich dunkel draußen, aber das hält uns ja nicht ab, denn es gibt ja kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern heute soll es gehen um das Netforce Big Dog. Ja, was ich zu dem Messer zu sagen habe, erfahrt ihr nach dem Intro. Haut rein! Seid ihr wieder, schön. Erstmal erinnert dieses Messer ganz stark an eine bekannte Firma, nämlich Wolfgangs, weil die hatten so ein ähnliches Modell auf dem Markt, das Dolor. Das ist von der Optik her ziemlich ähnlich gewesen, kam halt aber, ich glaube, tatsächlich sogar mit einer Kydex, und hier gibt es halt diese schöne Lederscheide von Netforce dabei, die ja auch relativ große Gürtel fassen kann. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Eine Stahlbezeichnung steht nicht drauf. Einzig das Netforce-Logo ist hier auf der Klinge ein riesen Bundle hinten dran. Natürlich, damit man ordentlich Schwung holen kann. Hinten ein Glasbrecher oder so ein Schlagstück. Hier hätte ich mir eine tiefere Fingermulde gewünscht, weil durch diesen Hubbel dann hängst du halt hier in der Klinge drin mit dem Finger, gerade wenn du so große Pranken hast. Wofür das Messer ja auch gemacht ist, ne? Ich meine, 10er Hände. Ne? Das hätte ich mir gewünscht. Vielleicht Netforce das als kleine Anregung für die nächste Charge. Was haben wir? Wir haben einen Recurve hier, der ein bisschen in Hohlschliff geht. Mit einer Spearpoint-Klinge. Nicht 42A-konform, wer hätte es gedacht? Die Scheide ist, ja, soweit ich das sehe, ist das sehr gut verarbeitet. Hier reißt es ein Stück ein. Das war aber wahrscheinlich sogar ich. Ja, aufgrund des Druckknopfes hält das natürlich bombenfest. Ja, hier auch die dicken Guards sind. Zum Gürtel. Also ich habe jetzt 5 cm Gürtel. Der passt da wunderbar durch. Gar kein Stress. Ja, es ist ein Messer. Nicht für den Alltag, sondern für im Wald. Und was wollen wir jetzt damit machen? Wir wollen natürlich ein bisschen arbeiten. Ob es das hält, was es verspricht. Wohl bemerkt, das Dolor hat irgendwie, ich glaube, um die 80 Euro gekostet bei Wolfgangs. Und das hier gibt es, glaube ich, für 50, 60 Euro. Für den Preis kriegst du jede Menge Stahl hier, jede Menge Messer. Und das gefällt natürlich. Also von Anfang an, die Haptik, die ist echt gut. Hier die Kanten sind ein bisschen scharfkantig, aber das finde ich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Hier oben sind die auch sehr scharfkantig. Das finde ich tatsächlich viel schlimmer, weil hier bist du mit dem Finger öfter dran als hier unten. Aber genug gequasselt, wir wollen arbeiten. Ah! So, jetzt haben wir hier so einen toten Baum. Dann machen wir erstmal die Ästchen weg. Ne? So was nervt ja, das wollen wir nicht. Also für solche Arbeiten ist das Ding prädestiniert. Oh, der ist schon mal dicker, ne? Na? Na? Braucht ein bisschen länger. Was du natürlich sofort merkst, sind hier Hotspots an den Finger von der Kante hier. Das ist natürlich unschön, aber das lässt sich durch Handschuhe, und die hast du dann logischerweise irgendwie auch bei, wenn du draußen bist, ganz einfach, ja, abschaffen. Also es dringt relativ weit ein. Da könnte man jetzt, also zum Hacken, da geht schon was, aber dafür ist es jetzt nicht 100% ausgelegt, würde ich sagen. Zumindest für so dicke Geschichten. Wir nehmen mal etwas Kleineres hier, so ein Holzstückchen.
Hier. Also, da geht schon was. Ja. Ihr seht, das ist arschglatt durchgetrennt. Also diese kleineren Geschichten, die gehen damit wunderbar. Auch brechen damit, ne? Gar kein Problem. Ja, was macht man noch mit so einem Messer, ne? Anhacken. Na, vielleicht nicht der beste Ort, um das zu machen. So. Also, das alles gar kein Problem. Jetzt machen wir mal hier. Alter. Ein etwas schöneres Stück. Also Rinde abschälen. Dafür ist das Messer auch super. Das funktioniert alles tadellos. Wirklich in Sekunden vom Bruchteilen ist das erledigt. Ich hoffe, man hat es gesehen. Mir fällt gerade auf, dass ich eine etwas kontraproduktive Ansicht hier habe. So. Wie ist das mit Schnitzen? Also, wie gesagt, du musst halt hier über diesen Hubbel drüber gehen, sonst tut es weh. Beißt sich auch relativ tief da rein, wenn man möchte. Ah, jetzt habe ich die ganzen Mücken hier. Kann auch mit der Spitze gut hier rumbröckeln. Dadurch, dass man eine große Klinge hat, lässt sich dann hier auch relativ weit vorne mit arbeiten. Wohl bemerkt aber, dadurch, dass hier der Klingenrücken aufgrund der Spearpoint-Form nicht so ein bisschen dünner ist, ist das auch wieder am Daumen sehr schmerzhaft. Also gutes Messer bisher, aber mit Handschuhen. Das ist Pflicht, ja. Also hier, ihr seht auch Heringe schnitzen, ist mit dem schönen Teil hier gar kein Problem. Dann machen wir noch hier Power Cut. Schon ordentlich. Ich weiß nicht, ob man so genau sieht, ja doch. Ja, also. Fühle mich so ein bisschen wie der Reini gerade. ja. Aber das Ding kann natürlich noch viel mehr, weil es kann natürlich auch Feathersticks. Und das kann das Teil aufgrund des Recurves. Richtig schön. Richtig schön. Die rollen sich richtig schön auf, die Dinger. Da kann man auch große Löckchen mitmachen. Das fehlt mir bei vielen Messern, dass da halt diese großen Löckchen nicht mit bedient werden. So, ihr habt aber richtig, richtig große Löckchen. Jetzt gucken wir mal, ob das Ding auch filigran kann. So, Anfang machen, ne? Na. Ich habe hier so ein doofes Loch drin. Warte mal. Ja,
Also ein bisschen kleiner geht es dann auch, ne? Also ihr seht schon den größten Unterschied hier. Unten ist etwas kleiner, oben ist etwas größer. Jetzt nicht mein Schnitzmesser schlechthin, aber dafür ist es ja auch nicht gemacht, sondern für grobe, rabiate Arbeiten. Was vielleicht noch interessant ist, müssen wir mal gucken, ob das Ding Feuerstahl anreißen kann, weil ich da ja immer andere Varianten habe. Ist jetzt nicht die Welt, aber geht schon. Müsste man mal einen richtigen Feuerstahl holen. Das mache ich gleich mal. Dann gucken wir uns das nochmal an. Ja, bisher macht es einen sehr guten Eindruck. Halt ein paar Hotspots, Handschuhe ganz wichtig. Keine Ausbrüche oder sowas. Auch wenn man hingeht und richtig in hier so Aststücke und so was. Ne? Hier habt ihr gesehen, ich habe das jetzt hier am Band einfach mal festgehalten. Auch brechen. Obwohl, warte mal, da habe ich einen besseren Spot. So, da mein Stativ nicht so groß ist, muss ich jetzt hier mal mit der Hand arbeiten. Hier steckt so ein Ding tief drin. So, habt ihr es hier. Ist von allen Seiten umschlossen und da kannst du einfach so, also ja, durch den Hohlschliff drückt sich das jetzt natürlich immer wieder raus, aber bis dato bin ich zufrieden. So, ich habe jetzt mal einen richtigen Feuerstahl geholt hier, damit man auch ordentlich testen kann. Also zur Handlage, man geht mit dem Daumen in dem Gart hier rein, hält das dann so fest, dann hat man die Klinge als Druckpunkt, da kann man auch richtig schön draufpacken und dann machen wir erstmal die Schutzschicht hier ab. Oh, ja doch, da kommt ordentlich was raus. Also, das kann es. Sehr, sehr geil. Ja, ich denke, einen Batoning-Test müssen wir nicht machen mit dem Teil. Ich denke, das kann es. Ich stecke es jetzt mal gerade wieder zurück in die Scheide. Achso, nee, vorher. Hier, also, na, ich sehe keinerlei Klingenausbrüche. Alles super, kann nicht meckern. Für das Geld, so ein großes Messer, was auch noch einigermaßen tauglich ist, wohlbemerkt mit Handschuhen, kann ich nicht meckern. Ich bin zufrieden. An der Stelle nochmal vielen Dank an die Firma Netforce, die mir dieses hübsche Teil zur Verfügung gestellt hat. Ich hoffe, sie tun sich dem Guard an und vielleicht auch den Hotspots etwas. Wobei man sagen muss, irgendwoher muss dieser Preis ja kommen. Also ich denke, wenn das alles umgesetzt werden würde, würde es vielleicht nochmal 20 Euro mehr kosten, weil ist halt Präzisionsarbeit. Und ja, sehr, sehr schick. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten hast, lasst ein Abo da. Drückt die Glocke, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Ist eigentlich Unsinn, aber du wirst schon sehen, wenn ich ein neues Video hochlade. Ansonsten hast du da jetzt noch was zum Gucken, da noch was zum Gucken. Ich wünsche euch einen geilen Tag. Haut rein. Ciao.